Vor kurzem war ich auf der Suche nach einem günstigen VFO-Knopf, wie ihn fast jedes Funkgerät hat, welchen ich am PC für STRs nutzen kann. Direkt habe ich so etwas online nicht gefunden, deswegen habe ich einen USB-Lautstärkeregler gekauft und diesen mit einigem Aufwand umprogrammiert. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Ich nutze sehr gerne STRs, allerdings ist ein VFO-Rad einfach praktisch, wenn man SSB-Signalen zuhört und gerade zum Beispiel am Notebook kein Mausrad hat. Bei meiner Suche bin ich online auf einige günstige Lautstärkeregler mit USB gestoßen, die sich perfekt dafür eignen würden. Auch wenn nicht klar war, ob sich das Ganze per PC-Software einstellen lässt, habe ich mir für 15 Euro einen solchen Knopf gekauft. Selbst wenn ich die Elektronik ersetzen muss, hätte ich so zumindest ein Metallgehäuse mit Drehregler. Als der Audioregler ankam, habe ich diesen kurz getestet und er funktionierte soweit gut. Auch wenn der Drehregler nicht annähernd so gut sich drehen lässt, wie zum Beispiel bei meinem Jaeso-Funkgerät. Das schwere Metallgehäuse mit Gummifüßen sorgt für einen guten Stand auf dem Tisch, was auf jeden Fall von Vorteil ist. Leider liegt dem Knopf allerdings keine Software bei, um etwas an den Aktionen beim Drehen zu verändern. Also schauen wir doch mal, wie das Ganze im Inneren aufgebaut ist, also auf zum Teardown. Du willst mich und meine Projekte unterstützen? Dann wird mein Patreon auf patreon.com/tysonpower oder spende mir per paypal.me/tynet.eu. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Links und rechts gibt es zwei Kreuzschrauben am Gehäuse. Entfernt man diese, lässt sich das obere Gehäuseteil abnehmen. Hier befindet sich alles, was den Lautstärkeregler ausmacht, inklusive der Platine, an welcher ich bereits etwas angelötet habe. Dazu aber gleich mehr. Der einzige interessante Chip auf dem PCB ist ein STM32 Mikrocontroller, welcher wohl alle Funktionen inklusive der USB-Kommunikation bereitstellt. Das erste, was ich mich natürlich gefragt habe, war, ob der Chip schreibgeschützt ist und ob er sich eventuell umprogrammieren lässt. Nachdem ich mir das Datenblatt inklusive der PIN-Belegung und dem Startverhalten angesehen habe, kam ich zum Schluss, dass es möglich sein müsste, den Chip mit ein paar geröteten Kabeln anzusteuern. Nach dem Löten von 4 Kabeln für die serielle Kommunikation, einer Jumper-Verbindung zum Aktivieren des DFU-Modus und der Suche nach entsprechender Software, wurde der Chip tatsächlich von meinem PC erkannt. Leider war der Chip allerdings lesegeschützt, wodurch sich dieser beim Versuch, ihn auszulesen, komplett löschte. Dadurch startete er nur noch in den DFU-Modus. Also musste nun eine neue Firmware her. Bisher habe ich noch nie etwas mit STM32 Mikrocontrollern gemacht, somit dauerte es einige Zeit, bis ich die richtige Software zusammengesucht, eingerichtet und mich mit der Programmierung vertraut gemacht hatte. Zudem habe ich die Platine mit einem Multimeter vermessen, um herauszufinden, welcher Pin für was zuständig ist. Somit hatte ich nach einiger Zeit eine lauffähige Blink-Firmware, welche die eingebaute LED auf dem PCB nutzte. Nach ein paar weiteren Stunden konnte ich auch den Encoder auslesen sowie das Drücken des Knopfes erkennen. Allerdings fehlte noch die USB-HID-Funktionalität. Und ja, was soll ich sagen? Einem STM32 USB beizubringen ist alles andere als einfach, vor allem wenn man es noch nie zuvor gemacht hat. Die Anleitungen, die man dazu online findet, sind nicht gerade die besten und den richtigen USB-Descriptor zu finden, das ist einfach nur ein Albtraum. Im Endeffekt habe ich den Knopf aber wie gewünscht umprogrammiert bekommen, sodass er ein Mausrad simuliert. Durch einfaches Drücken des Knopfes lässt sich zudem die Scrollgeschwindigkeit in 3 Stufen verstellen. Ein längeres Gedrückthalten stellt den Ton am PC auf Stumm, was mir als weitere sinnvolle Funktion eingefallen ist. Somit kann ich nun in so gut wie jeder STR-Software die Frequenz ganz fein verändern, wie hier zum Beispiel in STR-Console. Wer also auch genauso einen Lautstärkeregler umprogrammieren möchte und kein Problem mit ein wenig Löten hat, der kann einfach die Hexdatei herunterladen und per serieller Schnittstelle auf den Chip flashen. Einige STR-Programme unterstützen zudem auch MIDI-Befehle, wer sich also eventuell besser mit STM32 und USB-Descriptors auskennt, kann sich meinen Quellcode herunterladen und diesen modifizieren. Alle Links dazu sind wie immer in der Videobeschreibung. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.